Hallo, hier ist Jack und heute spielen wir Slender. Und ich sitze neben ihm und verarsche ihn. Ja, yeah. Aber es geht ja nicht. Alle wollen mich hören, nicht dich. Story-Mode. Ja, sie wollen dich hören, aber mich wollen, mir wollen sie beim Spielen zusehen. Als ich ein erwachsener Mann war, weil es die Schminke in seine Haut eingegangen ist. Traumatisiert von seinen nackten Bühnenauftritten. So, ich weiß jetzt ganz genau, was mich hier vorne erwartet. Ich nicht. Was denn? Kannst du mir sagen, bitte? Nein, ich sag's nicht. Der Postbote. Der Postbote. Natürlich war es der Postbote. Das ist immer der Postbote. Nein, nicht immer. In welche Richtung? Bei diesem komischen einen Horror-Game ist es der Pizza-Heini. Ja, wie ist das Spiel gleich nochmal? Pizza Delivery, sorry. Ah, genau, Pizza Delivery. Das war schon wirklich cool, das Spiel. Ah, so genial. Ja, da musst du mit dem Hammer aufhauen jetzt. Bei ihr. Aber da ist er irgendwo immer die ganze Zeit. Da habe ich mich nie ausgekannt. Geh rein, nicht stehen bleiben, das ist ganz schlecht. Da ist jetzt auf irgendeiner Seite ein Gitter und irgendwo ist ein Schalter. Ich mach einfach die Augen zu und geh jetzt. Also ich... Du hast noch... Ey, wieso bin ich jetzt ein Sohn? Ich muss mich dann natürlich für meinen Kollegen entschuldigen. Er hat Adrenalinstöße in diesem Ausmaß noch nie erlebt. Halt's Maul. Akute Hormonschwäche. Wir können nichts tun. Hat sich deine gute Verhaltung mit dem Hummel in die Erde treten lässt. Ja, genau. Er führt auch Selbstgespräche, das muss man ihm lassen. Die Mensch, na, warte dabei. Da, jetzt kommen wir her, du Schlumpf. Ja, Frau, ey. Okay, das war ein bisschen Absicht von mir. Ja, natürlich. Okay, was heißt bissel? Das war pure Absicht, Alter. In welche Richtung muss ich jetzt nach rechts machen? Ja, ich würde sagen rechts vor links. Du Wichser. Da raus? Weiß ich nicht. Okay, ich mach mir hier voll den Spaß draus. Ah nein, das sind die Underground Tunnels, das bist du ganz falsch. Ganz falsch. Ach, 180 Grad Drehung. Alter, schrei doch nicht immer so. Ich kann nicht spielen. Und ich hab schon richtig, richtig Angst, dass der Jake gleich sagt, ich soll weiterspielen. Aber das mache ich ganz sicher nicht. Also gut, denk dran, wenn du dich umdrehst, ist das keine weitere Gehmöglichkeit, sondern das ist der Weg zurück. Nein, ich gehe jetzt den richtigen Weg. Ja, vorhin bist du es nicht gegangen, du bist einfach wieder zurückgegangen. Ja, natürlich, darum bist du zu den Underground-Tunnels gekommen. Ich bin einfach weil ich weiß... Underground. Ich weiß ja, ich muss... Underground. Ja. Ja, du bist hier schon richtig. Ich glaube, du musst irgendwas finden. Toll. Hey, da ist eine Waffe. Nee, das ist keine Waffe. Das ist so ein Bullshit. Da liegt eine Säge, aber das ist auch keine Waffe. Ja, das steht hinter mir, das weiß ich jetzt schon. Ich auch. Das ist immer das Lustige. Aber irgendwann kommt er so oft, dann ist es gar nicht mehr, dann denkst du gerade noch, es ist nicht mehr so Spiel um Leben und Tod, sondern du spielst einfach Fang. So war das in den Underground Tunnels. Fang mit einem riesigen weißen Pädophilen. Ja, wer sagt, dass er pädophil ist? Ja, er hat eine schwierige Vergangenheit. So, wie du. Zu böse, gell? Klar. Aber was muss ich da machen? Geh jetzt mal rein. Da rein? Ja? Und jetzt schau mal rechts an die Wand da. Kann man da. Ja, genau. Siehst du, hier kann man einen Schalter betätigen. Ich hab's ja gleich gesagt, da kann man irgendwo was machen. Geh geradeaus. Oh. Kein Bock mehr. Komm, Alter, was machst du? Ja, komm schon, ich hab doch schon das Loch gesehen. Ja, und? Glaub mir, das wirst du bisher jedes Mal sehen.
Wenn du Fang spielst und du siehst den Fänger, gibst du dann sofort auf? Ja. Okay, wenn ich korrekte Fragen stelle. Echt jetzt? Ja. Alter, da bin ich noch besser wie du. Ja, natürlich, ich habe einen Zuhörer. Ja, du hast auch nur meine Hälfte. Da ist was dran. Ganz schlecht. Echt? Der. Das kommt wahrscheinlich von den K.O. Von Slenderman-Spiel. So, jetzt gehst du wieder. Ach ja, genau. Da war doch jetzt links auch noch dieses Garagentor. Du musst hier den Schalter betätigen und dann durch die andere Garagentür links, gehen. Links. Zurück. Links. Genau. Und hier geht es jetzt, glaube ich, irgendwann mal runter. Genau. Progress saved! Klick mal auf Escape, nicht, dass es sich irgendwann herbeamt. Okay, das hat Jacks Nerven schon deutlich jetzt zugesetzt. Ich würde sagen, dann spielen wir gleich weiter. Ja, aber jetzt mal erstmal eine Pause. Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt da kein extra Let's Play draus, sondern machen einfach nur kurz so eine Offscreen-Pause. Und hier bin ich wieder, also das heißt ich. Der Jack 18.0 hat, wie schon befürchtet, jetzt Schiss. Deine Mutter. Du kannst gern weiterspielen. Nein. Aber ich bin halt immer zu Progress Saved. Wenn du meinst. Oh, Progress Saved. Oh, siehst du? Siehst du Progress Saved? Tut mir leid. Das war bei mir auch so. Klar. Ja. So auf einmal. War ja so. Mein Gott, den Teil kenne ich hier gar nicht. Okay, so weit war ich auch gar nicht beim Spielen, glaube ich. Schon mal. Ah, das war dieses mit dem Generator-Ding. Da waren wir schon. Da geht's selber runter, gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Hey, konnte man noch gerade Hand machen. Ich glaube, wir kommen jetzt ins Slenders Haus oder so. Fuck. Was ist eigentlich der Slenderman ganz genau? Ach, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Nein. Ein psychisch kranker Mensch, der auf der Schauspielschule war und traumatisiert wurde. Ja, aber ich meine jetzt wirklich, was der ist. Glaubst du mir nicht? Ich auch nicht. Das ist hart, dass du nicht glaubst, ne? Klar. Das war doch schon. Alter, hier sieht man überhaupt nicht weit. He's inside. Deine Mutter! RTL inside. Ich bin gerade mit Clash of Clans angegriffen worden. 100 Barbaren und ein paar Bogenschützen und Riesen und hab jetzt halt einen Kampf gewonnen. Oh, keine Musik mehr, das ist immer so ein gutes Zeichen. Batterie und... Ah, hier ist die Map, okay. The map shows where... Okay. I have to go back to the forest. Progress saved! Okay, die Karte zeigt uns, dass hinter unserem Haus... Eine Höhle. Nein, ja, aber die Höhle brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen einen Schlüssel. Der Schlüssel ist immer an einem anderen Ort, glaube ich. So war das. Beim Let's Play, den ich gesehen habe, war er in der Höhle. Aber bei uns ist er Gott sei Dank hinter dem Haus. Gott sei Dank darum, weil das Haus wesentlich, glaube ich, leichter zu finden ist als die Höhle. Ja, es tut mir leid, Progress saved. Er sieht mich bedrückt an. Aber so sind doch mal die Spielregeln. Er hat sich selbst aufgestellt. Vor 15 Sekunden. Was natürlich auch geil wäre, wenn jetzt sofort wieder ein Progress Save kommen würde. Hoffen wir es doch, oder? Nö. So, jetzt haben wir hier kleine Umbauschwierigkeiten. So.
Gut, dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß beim Weiterspielen jetzt. Also, hier kommt. Hörst du eigentlich nie ja, zu? Ja, das habe ich schon überrissen. Puh! Fuck! Hätte ich dir sagen sollen, das war immer die geilste Szene bei den Let's Plays. Es hätte doch gereicht, wenn du dich einfach umgedreht hättest und du gehst falsch. Nein. Sag mal, hast du nicht zugeguckt, wie ich gespielt habe? Nein. Arschloch. Ja. Ich weiß, der war jetzt schon draußen, oder? Nein, stand hier. Der stand hier, ach so. Ach, scheiße. Oh, ein Ziel. Ja, genau. Ah. Ich habe eigentlich keinen Plan, aber... Nee, ich meine, umdrehen. Nee, nicht da. Nicht da. Links. Da ist die Leiter. Hocken wir mal. Kann sein, das, ne? Ah, nein, es flackert. Ich höre schon flackern. Lauf einfach mal in der Gegend rum, okay? Fetter Hammer. Du musst nicht das Herrenhaus finden, sondern unser Haus. Ein stinknormales Haus. Ist der Park, gell? Mhm. Sonst musst du einfach nur ein Haus finden. Ich hasse es nicht. Da, haben wir es doch. Das ist das Haus, das hier muss. Ah! Ja. Da lang, genau. Nein, das ist die Mansion. Das hättest du mir einmal früher sagen können, du Kartler. Ja, hättest du mich ja fragen können. Hat sich in die Windeln gemacht. Scheiße, gar nicht. Ich liebe solche Wortspiele. Du bist scheiße. Ich bin noch nicht in deiner Windel. Du bist so dumm. Ah! Wie gesagt, er führt selbst Gespräche sehr oft, aber die fördern das Selbstvertrauen, also. Nee, das ist kein Auto, das ist ein... Ich war schon, was ist das? Bulldozer. Das ist ein hässlicher Baucontainer, da wohnen wir. Nee, das ist die Construction Site. Ah. Ich glaube, naja, du musst nach Osten. Osten, komplett nach Osten. Ja, Osten. Ja. Warum haben wir nicht so ein hässliches Haus wie das da? Das ist... Na, das ist jetzt die Construction Site, aber du musst immer noch nach Osten. Es gibt zwei Gebäude im Osten, das sind die Underground Tunnels und die Construction Site. Und bei beiden warst du jetzt. Ich habe einen Defibrillator, das ist kein Problem. Alle leck mich. Nein. Das habe ich neulich bei Galileo gesehen, da hat jemand beim Fund. Ah! Ich muss immer wieder lachen. Da hat jemand beim Fundbüro eine Herz-Lungen-Maschine abgegeben. Ein lebenswichtiges Gerät. Also ich würde mal sagen, viel Spaß beim zweiten Versuch. Nein! Alter, heul nicht rum wie ein kleines Baby. Du kleines Baby. Nein. Doch. Komm. Ich glaube, nein. Doch. Das war bei mir auch so. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay, machen wir eine kurze Pause. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Play. Du bist so ein gehen wir auf Story-Modus. Load Game. Oh, Progress Saved. So eine Panne. Ja, schon klar. Moment. So, hier sind wir wieder. Eigentlich sollte er jetzt der Check 820 weiterspielen. Der hatte aber Schiss während seines Spiels. Und naja, darum habe ich jetzt einfach, weil er einfach nicht weiterspielen wollte. Ja, sage ich jetzt, dass wir hier das Let's Play beenden. Ihr könnt jetzt auch noch gerne Ausschnitte von seinen Ausrastern hören. Lacht ihr euch bestimmt den Arsch ab. Okay.
Das war jetzt leider dieser Part schon, weil Jake Angst hatte. Und naja, ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, haut's rein. Ups. Ich mag nicht mal spulen. Ich hör auf. Es geht nicht um den Willen. Es geht um die Pflicht. Deine Mutter. Ich hör jetzt auf. Nein. Nein. Doch. Du Pussy. Ich hab bewiesene Nichtmöglichkeit der Ritis, um schneller Wurz zu spielen. Ich leg so, ich hör auf. Nein, Alter, spinnst du. Ich hör auf. Nein. Doch. Du Pussy. Du. Du Pussy. Du Pussy. Du Pussy. Du riesige Pussy. Ist jetzt so scheißegal, ich halt mein Mikro jetzt. Du Pussy. Alter. Ja, ich weiß schon, welchen Titel dieses Let's Play haben wird. Check O Pussy. Kann ich da bitte den ärztlichen Attest ziehen? Das heißt zu Hause. Wir sind bei ihm zu Hause. Nein, wir sind bei dir zu Hause. Nein. Doch. Wieso spielen wir dann auf deinem Laptop? Das ist dein. Ja, ich habe ihn zu dir mitgenommen. Deine Mutter. Nee, die ist jetzt auch nicht da.